gerade so richtig auf die Fresse. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon. Let's go. Hivoli. Ja, liebe Leute, der Moment ist gekommen. Wir stehen vor dem Indigo-Plateau und wollen Champ werden. Können wir das? Oder kriegen wir ab heute so richtig auf die Socken? Naja, Moment. Howdy, zukünftiger Champ. Wie geht's? Wie steht's? In der Pokémon-Liga musst du nacheinander gegen Top 4 antreten. Wenn du im Kampf nicht kurz rausgehst, musst du wieder ganz von vorne beginnen. Das ist die allerletzte Etappe bei dem Aufstieg zum Champ. Also, gib mal alles. Ja, wobei ich die Gala-Variante ein bisschen besser fand. Also das, was wir ja in Pokémon Schild und Schwert sehen. Aber, mal wieder zum klassischen Design. Und wenn wir dann mit Pokémon den beiden Teilen durch sind, kommt auch kein neues Let's Play auf dem Slot, sondern ich will die einfach nur durchkriegen noch. Naja, schauen wir mal. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall schnell noch rüber, bevor wir hier loslegen. Heute kam nämlich schon die erste ran. So. Nur mal einige Genesung mit auf jeden Fall. Kann ich verkaufen? Ich habe bestimmt, noch 1000 Dinge, die ich verkaufen kann. Ich habe noch Pokébälle ohne Ende. Ich verkaufe die jetzt alle. Ich habe den größten Sinn noch mit Überbällen. Da mein Team steht, brauche ich keine weiteren Pokémon zu fangen. Also zumindest nicht fürs Team. So, warte mal. Dann verkaufe ich für das Geld, was ich jetzt noch habe, doch Beleber ein. Ja, die kann man nämlich schon gut gebrauchen. Gut. Dann rüste ich jetzt mein Team nochmal auf. Soweit es für mich möglich ist. Energiebombe. Die KP. Magma. Gib ihm. Spezialverteidigung. Ah, wird schon irgendwie werden. Ich habe keine Stärkungstaschen noch. HP Plus. Also noch eine Attacke, die... Ja, nur eine. Ganz oft. Eisstein, Wasserstein, Feuerstein brauchen wir nicht. Die wahrscheinlich wird es nicht funktionieren, oder? Ne, okay. Gut, hier wollte ich möchte nicht. Und dann gehen wir jetzt rein. In die Top 4. Moment, wir können doch kurz bei den Leuten nehmen. Ich war nicht mal dazu in der Lage, das allererste Mitglied Top 4 zu besiegen. Das ist also das Niveau, in dem der Pokémon-Liga gekämpft wird. Ab jetzt triffst du nacheinander auf die Top 4. Sobald dein Kampf gewinnst, wird der Weg zum nächsten Trainer freigegeben. Viel Glück! Mich nennen alle Madame Erinnerung. Ich kenne nämlich alle Attacken, die Pokémon durch Levelaufstieg erinnern können. Und ich kann dafür sorgen, dass sie sich wieder ansehen. Tausch gegen eine Herzschuppe, helfe ich dem Gedächtnis eines Pokémon gerne auf die Sprünge. Da ich